Wohlan, Freunde der guten Laune, es ist wieder aufgetischt an der Tafel der Lustigkeiten und das nicht zu knapp. Heute beim Podcast mit dem besten Bild geht es unter anderem um Trimax und andere, die mit einem Fußballverein einen leichten Shitstorm sich eingehandelt haben. Dann schauen wir uns das Leben der anderen RAF-Terroristin an, und zwar Daniela Klette. Wie hat sie privat gelebt? Und eine Willy Wonka Schokoladenausstellung hat Kinder in Schottland zum Weinen gebracht. Was da passiert ist, das seht ihr gleich. Und natürlich bin ich alleine hier, sondern hallo Markus. Ja, ahoi auch von mir, von unserer Newsfregatte Hessen, wo wir die wichtigsten Nachrichtendrohnen, die auf eurem Internetradar aufgeblippt sind, gemeinsam abschießen wollen. Damit ihr mitreden könnt und informiert seid und hinterher nicht doof dasteht. Und ja, damit schalten wir zu Markus. Hallo und zu Trimax. Der hat ein bisschen einen Shitstorm am Arsch, zusammen mit seinen Kollegen Unsympathisch TV und Wiska Barca. Die haben nämlich ein Investment getätigt in einen dänischen Zweitligaverein. Ach so, schade. Ich dachte, sie haben irgendwie Bitcoins und so weiter, wo man sonst investiert, in ETFs, was man so bei Hass und Hopf sonst hört. Nein, man hat in einen Fußballverein investiert. Das Tolle ist, ich kenne mich da so 0% mit aus. Deswegen übernehme ich ja jetzt auch dann die Rolle für den interessierten Zuschauer, der nachfragt, was denn da eigentlich los ist. Das Schöne ist, man muss sich auch gar nicht groß auskennen, was jetzt die Spezifika sind in der zweiten dänischen Liga, weil da haben sie rein investiert. Das Problem ist nämlich eher, wie sie das gemacht haben. Sie haben sich so dann natürlich Verkündungsvideos gedreht und die waren leider so in den Augen ihrer Community maximal ungehobelt. Oh. Zum Beispiel hier, Trimax ist vor Ort bei Aalborg FC, sagen wir Aalborg FC, und redet direkt über die großen Träume, die er jetzt hat für den Verein. Ziel, in die erste Liga aufzusteigen, sondern auch Top 5 zu kommen, um international mitzumischen. Also es ist ein hohes Ziel, aber es ist schon Road to Champions League. Also auch wenn es... Road to Champions League. Man hat gerade ein bisschen da rein investiert und jetzt ist man quasi schon, spielt schon gegen Haaland. Ja, nicht schlecht. Ich frage mich, funktioniert das? Eher nicht. Guten Abend. Vor allem, was nicht funktioniert, ist halt für viele Fans, man muss ja sagen, Trimax, Wiska Barca und so weiter, das sind Fußball-YouTuber, die machen auch in der Baller League und so weiter mit. Und die stehen eigentlich eher so für Fußballromantik, Traditionsvereine und so weiter. Jetzt hat allerdings Wiska Barca eine bisschen ungeschickte Formulierung benutzt in seinem Video. Er sagt nämlich am Ende noch das hier. Was wäre das für eine geile Geschichte? Und das Ganze steht quasi unter dem Motto, dass uns die Chance gegeben wurde, FIFA-Manager-Modus in Real Life zu spielen. Warum dieses Projekt? Also FIFA-Manager-Modus in Real Life zu spielen, euer Traditionsverein ist mein Spielzeug, haben viele da rein interpretiert. Ich finde, kann man auch ruhig machen. Das Problem ist natürlich, er ist ein leidenschaftlicher YouTuber und gerade Wiska Barca kennt sich mega gut schon mit dem Verein aus. Das kommt auch in seinen Videos rüber. Aber er überbordet da so ein bisschen mit seiner Leidenschaft und kriegt dafür dann ordentlich auf den Deckel. Oh, also vielleicht ist er natürlich sehr enthusiastisch dabei und dann sagt man mal Sachen, die man sich vielleicht hätte überlegen sollen. Und mein Gott, dass das jetzt so ein bisschen klingt, als ob sie Fußballmanager spielen und sehr viel Geld einfach nur zum Spaß da investiert haben. Wir werden es ja erst sehen, wenn sie es wirklich machen, ob sie das können oder dann nach 3 Stunden sagen, nee, macht doch keinen Spaß mehr, fall das Ding an die Wand. Aber was kriegen sie denn dann für Feedback von den Fans? Ja, also zuerst mal haben sie ein Statement kassiert von Westtribunen Aalborg, was sie die Ultra-Fans von Aalborg, und man muss jetzt nicht unbedingt sehr gut Dänisch lesen können, um sich zusammenzureimen, was das hier heißen könnte. Spiel FIFA ihre. Also dieses Zitat von Wiska Barca natürlich sofort in den falschen Hals bekommen und zitiert worden, dass die da quasi mit ihrem Verein FIFA in Real Life spielen wollen. Ja, what the fuck? Ja, what the fuck? Ja, sehr viel lustiger ist auch noch die Tatsache, dass die beiden überhaupt kein Mitspracherecht haben. Also sie können nicht mal Manager in Real Life spielen, es ist lediglich eine PR-Partnerschaft, die sie da eingegangen sind. Sie haben kein Mitspracherecht in den großen Dingen. Sie sind eigentlich nur die deutschen Influencer-Vertreter für Aalborg. Das heißt, es ist gar nicht so wie ein Uli Hoeneß und so weiter, der mit einem Augenschlag oder mit einem Biss in eine Wurst dafür sorgen kann, dass 14 Trainer entlassen werden und das alles komplett umgestellt wird, sondern die sind einfach nur, sind nur Geldgeber, also sie zahlen dafür oder kriegen die sogar noch Geld dafür? Ich denke, die haben sich da eingekauft, also sie sind jetzt schon Teilhaber im Verein, aber eben stiller Teilhaber.
Okay, das heißt, die können, also man hat sozusagen Geld dafür gegeben, dass man die Fresse hält. Das genau. Ist ja sehr influencerig, oder? Ja, weiß ich nicht. Aber cool für sie. Auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich habe ein paar hier mal rausgesucht. Zum Beispiel einer unter dem Video von Trimax. Ist das so eine, wie kann ich am schnellsten und meisten bei meiner Community reinscheißen Challenge? Oder eben, ich glaube, mein Schwein pfeift. Und natürlich, das ist wohl der dümmste Zeitpunkt, um dieses Video zu veröffentlichen. Wir erinnern uns hier noch an die ganzen Sachen, die in den Bundesliga-Stadien abgelaufen sind. Hier mit Martin Kind im Visier wegen Investorendeals und so weiter. Tennisbälle, Spielunterbrechungen und so weiter. Es ist alles eben sehr, also in der Sache ist es wahrscheinlich super nett von denen. Aber alles drumherum schreit halt irgendwie komplett taktlos. Ah, vielleicht hätten die Influencer eine PR-Beratung gebraucht, um zu erkennen, dass jetzt gerade nicht der richtige Moment ist dafür. Vielleicht, oder warum gründen, also ich verstehe es ja, dass es irgendwie komisch ist, wenn Promis sich in deinen Herzensverein einkaufen. Das passiert ja öfters, keine Ahnung. LeBron James ist bei Liverpool FC dabei und Ryan Reynolds hat einen eigenen Fußballverein. Und dann holst du dir natürlich halt einfach Leute in deinen Verein rein, die nicht Fan von Fußball sind und nicht von deinem Verein, sondern eben von dem Promi. Und das kann ich verstehen, dass dann die Ultras, die da irgendwie seit 20 Jahren diesen Traditionsverein abfeiern, das nicht gut finden. Schade, vielleicht kann ja im Gegenzug sich ein dänischer Influencer in einen deutschen Verein einkaufen. Irgendein, weiß nicht, dänischer Dünen-Don Quixote, der das halt irgendwie besagt, wie schön das Land ist. Sehr schön, sehr schön. Und der kauft dann halt, weiß nicht, was steht gerade zur Verfügung? Nürnmesh. Nürnberg geht's nicht gut? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe nur die Klubberer. Oder wie wäre es einfach mal mit neu machen? Also die Baller League zeigt ja, man kann auch neue Sachen gründen. Warum nicht einfach einen gescheiten Fußballverein irgendwie neu gründen? Gönnergy Cottbus. Oh, ja. Oder Manchester Knossi. Cool. Weitere Wortspiele fallen mir gerade nicht ein. Eins habe ich mir noch irgendwo aufgeschrieben. Papa River Plate. Für die Freunde des südamerikanischen Fußballs habe ich öfters in FIFA gekickt. Ja. Doch kommen wir nun zu etwas Ernstem. Daniela Klette ist gefasst worden, und zwar die RAF-Terroristin. Gut, die Dame hat in den, ich glaube, in den 89 haben sie gesagt irgendwann, ja, wir machen jetzt doch keinen RAF-Gedöns mehr, wir sprengen nichts mehr in die Luft. Aber dann haben sie halt noch Geld gebraucht und deswegen ein paar Raubüberfälle durchgeführt und sich ordentlich einen soliden Lebensunterhalt finanziert. Das ist vielleicht auch besser als eine Anlage in einem Fußballverein oder irgendwelchen ETF-Influencern folgen. Man raubt einfach mal einen Geldtransporter aus. Und diese Dame wurde jetzt vor kurzem gefasst. Und das Spannende ist ja, wir alle wissen, dass sie gefasst wurde, das drumherum. Also weil sie ja nicht irgendwo gefasst wurde, sie saß jetzt nicht irgendwie im Himalaya oder in einem Zelt in Montenegro, sondern sie war ja wirklich unter den Augen aller, also nicht in Istanbul, also sie unter den Augen von allen Menschen in Berlin. Und wie leben so Terrorrentner überhaupt? Also müssen die, kommen die gut über die Runden oder müssen die so Munitionshülsen sammeln? Ich glaube, das hat sie ja gemacht. Sie hat, es wurde sehr viel Munition bei ihr tatsächlich gefunden, inklusive, Achtung, schwerer Kriegswaffen. Somit wissen wir, wo die Taurus-Dinger jetzt sind. Mhm. Sie sind bei Frau Klette im Keller gewesen. Gott sei Dank wurde sie nun vom BKA gefunden oder schicken wir sie mal in die Ukraine. Nein, also die Dame hat so ein bisschen Sprengstoff, glaube ich, eine Handgranate hatte sie auch bei sich, was man so braucht, wenn man... Kalaschnikow habe ich gelesen. Kalaschnikow ja, auch. Das ist natürlich die klassische linksradikale Waffe, glaube ich. Ja, ist auch das Beste gegen Zeugen Jehovas, wenn die vor der Tür stehen. Tipp, Service-Rubrik-Trenner jetzt. Illegal, aber praktisch. Mit Kalaschnikow die Tür aufmachen. Ich glaube, das macht man auch nicht lang. Ja, aber sozusagen diese ganze politische Dimension, das haben wir alles überall nachlesen können und so weiter. Das Spannende ist halt eben das persönliche Leben. Was hast du da, irgendwas gefunden? Ja, ich habe ein paar lustige Zitate, zum Beispiel aus der Bild-Zeitung. Da steht, das Pärchen und auch ihren Hund beschreibt die Nachbarin als ruhig und unauffällig. Als ob dieser Hund da in RAF-Mittäterschaft reingezogen wird in diesem Satz. Also sie hat einen Hund gehabt? Ja, sie hat ein kleines Hündchen. Oh. Und morgens hat sie dann auch immer die Tür aufgehalten, wenn die Nachbarin gerade gekommen ist und sie war mit dem Hund raus. Also es war wohl ein sehr harmonisches Zusammenleben. Und war es ein Terrorier? Ja, der Hund. Es war ein Linksterrorier. Ein Linksterrorier. Ja. Ja. Und was auch noch der Nachbar gesagt hat, sie hat in einer Drei-Zimmer-Wohnung gelebt. Er persönlich zahlt für zwei Zimmer in diesem Hochhaus
650 Euro, was natürlich sofort dazu geführt hat, dass sich auf Twitter die ersten Berlin-Wohnungsgeier gemeldet haben. So von wegen hier, kurze Frage, die Wohnung von Daniela Klette in Kreuzberg, die ist doch jetzt frei, oder? Das ist natürlich praktisch. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ich weiß nicht, wenn du da jetzt als nächstes einziehst, vielleicht kommen dann, also die hat ja auch Freunde gehabt, vielleicht kommen die dann halt jetzt, dann machst du die Tür auf und dann stehen da so andere Terroristen oder so. So hörst dann jeder noch da. Oder, Entschuldigung, ich muss mal kurz ihren Putz im Bad von der Wand hauen, wir hätten da noch was. Aber wahrscheinlich, das BKA durchsucht diese Wohnung sehr akribisch und schaut, was neben Asbest dort zu finden ist, ja. So, und dann haben wir natürlich, habe ich ja noch gehört, wo diese Wohnung ist, und zwar in Berlin in der Sebastianstraße. Und ich habe das mal vorbereitet, weil mir sind da wirklich hier die Augen herausgefallen. Und zwar, die Dame wohnt, das hier ist die Sebastianstraße. Und wenn wir den Bildern von Welt TV und so weiter und allen anderen Glauben schenken dürfen, ist das hier, dieses Haus. Und ich sage jetzt mal noch mal kurz, um das zu erkennen, wie das im Gesamt-Berlin liegt. Also ich gehe hier raus, hier. So, jetzt das ist Berlin total. Hier ist die Wohnung. Und das ist also nicht irgendwo, sondern mega zentral. Jetzt gehen wir noch mal wieder ran. Top-Lage. Na, jetzt hängt, der coole Zoom hängt. So, hier. Und jetzt fragen wir uns ja, wer wohnt da in der Nähe? Wo geht sie einkaufen? Wer hat die ganzen über 15 Jahre oder so, die sie dort gewohnt hat, mit dieser Dame Kontakt gehabt? Als allererstes, warum mir diese Straße so plötzlich aufgefallen ist, weil da direkt um die Ecke ein Hotel ist, wo ich öfters mal gewohnt habe. Wenn man es selber zahlen muss, das ist mega günstig. Oder im Vergleich zu anderen. Sehr günstig. Und insofern habe ich so ein bisschen eine Ahnung von dieser Gegend hier. Ich glaube, in der Nachbarschaft, also wer tatsächlich da nur einen Molotow-Wurf entfernt wohnt, beziehungsweise ein Büro hat, ist Julian Reichelt mit News. Und zwar wohnt er in der Ritterstraße 24. Beziehungsweise Julian Reichelt wohnt nicht in der Ritterstraße 24, sondern News hat laut Impressum seine Adresse in der Ritterstraße 24. Das ist ja fußläufig, das ist ja der nächste Block. Ich habe das ausgemerkt. Man braucht 7 Minuten. Ja. Es sind 600 Meter, um vom Terroristenschwerpunkt, von dieser Terrorzelle hin zu ihr zu kommen. Ja, wenn die Ritterstraße 24 ein Kindergarten wäre, dann dürfte die linke Klette ja nicht mal kiffen. Ja, stimmt. Obwohl, nee, du hast 600 Meter schon gesagt. Ne? Ich habe 600 Meter gesagt. Keine Fake News. Ja, genau. Und, um das auch nochmal klar zu machen, weil alle immer sagen, oh, keine Ahnung, wo das war. Ich muss mal sagen, was hier oben ist. Also hier unten, hier wohnt sie. Und hier gleich um die Ecke, was ihr hier seht, das ist das Axel Springer Hochhaus. In Kombination mit in diesem Neubau hier das Weltstudio. Also die waren auch fußläufig. Hiding in plain sight. Sie hat sich direkt unter der Nase ihrer Erzfeinde versteckt. Ja, und weißt du was, also wenn sie dann nämlich sozusagen, hier direkt beim Axel Springer Hochhaus ging die Mauer vorbei, was super lustig ist, also in der Zimmerstraße war die Mauer, das heißt der Neubau der Welt steht im Grenzstreifen, da hat man sich auf Leichen niedergelassen und sie oder ihre Wohnung hier in der Sebastianstraße, da ging auch die Mauer direkt durch und das erklärt nämlich auch, warum sie nämlich einkaufen konnte in einem Lidl, der hier direkt um die Ecke ist. Und der, so, finde ich, überhaupt nicht nach Berlin passt, wo alles hoch und groß ist. Das ist so ein Lidl, wie wir ihn vom Gewerbegebiet kennen, weißt du? Ist der auch in der Todeszone? Der ist nämlich in der Todeszone. Auf dem Todesstreifen wurde ein Lidl gebaut. Der Todeszonen-Lidl. Und da ist sie wahrscheinlich wieder einkaufen gegangen oder hat ihn ausgeraubt. Wir wissen es nicht. Ja. Vielleicht 1, 3, 4 Cent dazu verdient, aber unauffällig nur so dem Pfandautomaten immer mit einer Flasche rein, aber an der Schnur wieder rausgezogen. Mhm. Ja. Also so legal. Jetzt nicht groß mit hier hineingeschossen in den Pfandautomaten, sondern pfiffig, weil sie ist ja schlauer geworden. Sunny Moon meint auch, das Grundstück passt sehr gut zur Welt, weil das sei grenzwertiger Journalismus, der da betrieben wird. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Das ist ja, der Witz ist ja... Ha. Gut, also wenn Sie jetzt... Na gut, nach Manchester Knossi lehne ich mich da nicht so weit aus dem Fenster. Also, sie kann zum Lidl einkaufen gehen, sie kann Julian Reichelt über den Weg laufen und was sie noch viel mehr kann, in dieser Straße neben ihr, also hier oben wohnt sie, gibt es die Cannes PS Lounge. Also sie kann auch für Entspannung sorgen, denn ich habe mich gefragt, was ist denn die Cannes PS Lounge? Ja, ich dachte jetzt, das ist die Can PS Lounge und da kann ich meinen BMW aufmotzen lassen. Ja, wahrscheinlich ist es auch Can und PS steht aber für PlayStation. Das ist aktuell gerade Umbauarbeiten, aber da kann man PlayStation 5 spielen. Da kann sie, weiß nicht, Call of Duty oder so
oder Counter-Strike. Das war natürlich wahrscheinlich geiler, als es nirgendwo eine PS5 zu kaufen gab. Und die irgendwie weggescalpt wurden. Ja, aber ich glaube, es gibt schon viele Shisha-Bars, wo man auch so PlayStation spielen kann. Und vor allem, stell dir mal vor, sie spielt dann und diese Dame hat eine Ausbildung. Die ballert dir alle weg. Und dann hast du eine 65-jährige Kayopaya-Tänzerin und die ballert da die ganzen Shisha-Leute weg. Eine Kayopaya? Kayopaya, Kayopala. Wie hieß der Tanz? Diese brasilianischen Hayopayas. Capoeira. Capoeira. Das hat sie nämlich auch geübt, irgendwie in so einer brasilianischen Freundschafts-EV-Sache. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Julian Reichelt, vielleicht weil er so nah an ihr dran wohnt, hat deswegen geschäumt. Ich rufe das mal kurz auf, was News.de nämlich daraus gemacht hat, aus diesem Freundschaftsverein. Hier, im Netzwerken linker Migrantenorganisation führte RAF-Terroristin Daniela Klette ein scheinbar ganz normales Leben. Und dann hast du hier ein Bild von Daniela Klette mit der Leiterin des Vereins und die Leiterin des Vereins mit Olaf Scholz. Also, was schließen wir daraus? Olaf Scholz ist Mitglied der RAF. Aha. Und haben Sie Olaf Scholz da so eine Keeper hingemalt, eine rote? Nee, das ist, ach so, das ist der Kreis noch. Ich glaube, das fänden die nicht so schlimm. Ich dachte schon, er ist... Das ist eher Attila Hildmann, der immer Kippers den Leuten auf den Kopf zimmert. Stimmt, oder wenn, das ist auch dieses, was die Kardinäle aufhaben. Nee, die Kardinäle haben diese Pralinenschachteln auf, die immer so lustig sind. Genau, die katholischen Pralinenschachteln. Ja, ja, auf jeden Fall, man kann jetzt natürlich... darüber berichten, was man möchte. Ich finde, das tatsächlich ist ziemlich tendenziöse Scheiße. Und diese arme Frau, die nur diesen brasilianischen Freundschaftsverein gründet, ist jetzt quasi RAF-Mitglied oder was? Oder RAF-Begünstigerin. Ja. Weil sie da diese Frau normal behandelt hat, die in ihren Vereinen aufgenommen wurde. Gut, vielleicht hat sie auch schon mit Julian Reichelt doch eine Fehde gehabt. Vielleicht hat man sich getroffen beim Essen. Denn zwischen den beiden, also bei ihr, und zwischen Julian Reichels Büro liegt ein wunderbares Restaurant, ein Imbiss, möchte ich sagen. Und zwar, wenn wir da nicht mal rein. Eine Bodega. Eine Bodega, die ist da ziemlich hier in der Nähe. Und die, warte mal, die muss ich jetzt noch mal von vorne zeigen. Die heißt, und das ist einigermaßen lustig, weil ironisch, nichts verstehen. Haha, nebendran zur Mütze. Und da war Daniela Klette. Das meiner ist ein Meinung RAF Hangout. Meiner Meinung nach, ja, hat dieser Laden RAF-Kontakte. Möglicherweise, ich sage nein, aus rechtlichen Gründen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier von mir gebe. Ja. Also, insofern eine sehr spannende Gegend. Die Dame hat wirklich mitten in Mitte, in Kreuzberg gewohnt. Nicht weit weg von Julian Reichels Büro, nicht weit weg von Springer, nicht weit weg vom Moritzplatz, auch eine zentrale U-Bahn-Station, die an Hässlichkeit nicht zu überbieten ist, aber denkmalgeschützt. Aufgrund von Hässlichkeit denkmalgeschützt. Und spannend. Das Cottbuser Tor ist da auch, oder? Relativ in der Nähe, der Kotti, wo es diverse Rauschmittel auch gibt. Ja, da fährt vom Moritzplatz die U8 hin, weil der Moritzplatz ist eigentlich sehr ideal, die U-Bahn-Station. Wenn man sagt, ah, ich habe jetzt gerade nicht so viel Geld dabei, möchte aber trotzdem Drogen konsumieren, setze ich einfach auf die Bank, kriegst eine Heroinspritze in den Arsch, schon hat man günstig einen Schuss bekommen. Auch hier wieder die Service-Tipps von uns. Für euch. Richtig. Wer braucht das Koks-Taxi, wenn er sich am Moritzplatz in die Spritzen setzen kann? Doch genug davon. Es wird Zeit für bedauerliche Nachrichten, für Schreckliches, für das Herz eines jeden Menschen, an jeden Menschen, der gerne ins Kino geht, Zerstörendes. Und zwar in England wurde eine wunderschöne Event angekündigt, und zwar die Willy Wonka Chocolate Experience. Auf dieser Webseite gab es Karten dafür. Schau sie dir an, was man eingeladen wurde. Ooh. Hier, indulge in a chocolate fantasy like never before. Capture the enchantment. Und was es da für tolle Sachen gab in dieser Experience. Es gibt ein Enchanted Garden. Your journey begins in an enchanted garden with giant sweets, vibrant blooms, mysterious looking sculptures and magical surprises that add an extra layer of wonder to your chocolatey experience. Wenn dir das noch nicht gereicht hat, ja, wenn meine du sagst, schokoladigen Erfahrungen. Ich möchte nicht nur schokoladige Erfahrungen haben, sondern ich möchte auch im Geist Erfahrungen haben, in der Fantasie. Dann gibt es für dich das Imagine Lab TM, in dem du dich drauf vorbereiten kannst. Prepare to be captivated. Nee, muss ich dich korrigieren? Was? Das ist nicht das Imagination Lab, das ist das Imagination Lab. Das ist irgend so eine nationalistische Scheiße. Also da wartet der Martin Sellner auf dich im Imagination Lab. Hier haben sie das I vergessen.
Ja, könnte vielleicht daran liegen, dass das kein Mensch gemacht hat, ne? Ja, möglicherweise. Das hat eine rechtsradikale AI gemacht. Ja. Weiß Google das? Ah, die der Nemesis ist da. Gut, wenn du nicht durch das rechtsradikale Imagine Lab gehen möchtest, gibt es für dich noch den Twilight Tunnel, ebenfalls mit TM. Und in the Twilight Tunnel, get ready for an exhilarating and immersive adventure journey through a dimly lit passage, adorned with captivating projections, enigmatic sounds and surprising turns that will immerse you in suspense and excitement. Also, wenn man das liest, da denkt man, das ist einfach das mega, mega Highlight, das da auf uns wartet. Mhm. Es sind schöne Bilder, es ist toll. Es ist ein Magical Realm, wo die Willy Wonka Chocolate Experience stattfindet. Moment. Ja? Rechtlich ist es die Willy's Chocolate Experience, muss man auch dazu sagen. Stimmt, haben die nie irgendwo Wonka geschrieben? Das wäre noch besser. Ich glaube nicht, dass die das dann dürfen, oder? Das ist so Willy's Wonderland, ja, dieser Nicolas Cage-Film, wo er diese Animatronic-Figuren verkloppt. Das darauf basiert das. Ja, sehr schlau, sie haben nur Willy's geschrieben. Mhm. Denn, wenn man sich diese Bilder anschaut und sagt, okay, da zahle ich doch mal gerne 40 Euro dafür und dann gehe ich mit meinen Kindern dahin, damit sie ihre Freude haben, ihre immersive, also in ihre, ja, wie übersetzt man das, in Bann ziehenden, in ihre die faszinierende Experience mit Schokolade, mit Magie, mit Bildern, die Imagination und den Nazi in einem anregen. Ja. Imagination. Ja, und dann, warte. Windy Wonka. War es dann eher eine Windy Wonka Presentation und zwar sah es da drin so aus. Du hast hier die, also man braucht glaube ich sehr viel Imagination, um darin Freude zu haben. Insofern ist das schon durchaus richtig. Aber das ist dann zum Beispiel dieser Tunnel der Projektoren, möchte ich vielleicht vermuten. Hier sieht man ganz klar den Blick in die faszinierenden Welten. Ich mag es auch, dass sie es definitiv in der Größe ausgedrückt haben, die sie gebraucht haben. Auf keinen Fall zu klein. Ich glaube auch, wenn man nah rangeht, ist das Ding mega pixelig. Meine Vermutung, dass sie das schon mal hochgeblasen haben. Ja, und guck mal links davon, dieser Candy-Löschschlauch. Das ist ein Lakritz-Löschschlauch. Ja. Los, und, Kinder, esst was vom Lakritz-Schlauch. Ja. Die Schokoladenfeuerleiter. Und es geht natürlich noch weiter, weil es wurde ja auch noch ein Labor angekündigt, also ein magisches im Moment, wo man ja auch etwas versuchen kann, etwas probieren. Na? Und zwar ist das magische Labor. Was kann man da probieren? Fentanyl? Ich denke ja, das ist eine kleine Drogenhexe hier, aber sie sieht ein bisschen aus, als ob sie selber ihr bester Kunde ist. Andererseits hat sie auch diesen angepissten Blick, ja, jetzt mach ein Foto, ich weiß, dass das hier scheiße ist. Und ja, ich weiß, dass ich hier in so ein Chemie-Set Süßigkeiten reingeschmissen habe, damit das irgendwie lustig aussieht. Ja, die Leute kämpfen auf jeden Fall gegen Windmühlen, wenn sie da irgendwelche Laune verbreiten wollen. Ja, oder sie hätte unten noch Gin in diesem Gefäß gehabt. Mhm. Und jetzt, um das noch einmal sozusagen in der Magie, ja, die totale zu sehen. Ah, hier, Salty Dave meint, das ist die Zweigstelle von Corle Pizza. die Corle Pizza Experience ist, dass man einfach mit Fentanyl beschossen wird, oder? Und das hier ist jetzt nochmal die Totale, damit man so die Gesamtschönheit sieht von dieser Sache. Also an sich eine coole Halle, muss ich mal sagen. Also die ist so schön geschwungen und so weiter. Aber dafür 40 Euro für diese Immersive... 40 Euro für diese, pro Person, für diese Immersive Experience ist schon ein bisschen viel. Die Firma hat gesagt, oh sorry, tut uns leid, mehrere Leute, die uns unterstützen sollten, haben abgesagt und wir haben versucht, das irgendwie noch hinzubekommen, aber das ist dann halt rausgekommen. Und ich finde, das Einzige, was da noch fehlt, ist etwas, was man eigentlich immer wieder im Internet sieht und was ich aber auch, wo ich physisch da war, und zwar in Dubrovnik. In Dubrovnik, am Eingang in die Altstadt, gibt es eine Eisdiele und die haben eine Eistüte davor stehen und ich finde, die hätte richtig gut reingepasst. Und zwar ist das Dida. Die sind nämlich immer so, hey Kinder, wollt ihr Meth? Ich habe die schon tausendmal bei Twitter gesehen oder sonst irgendwo. Die ist einfach sehr lustig, vor allem wie rußig dieses Eis ist, das sie in der Hand hat. Ja, da habe ich mich gefragt, kommt die Siffe von oben, weil die steht so halb unter so einer Veranda, also da geht so ein bisschen so ein Dachvorsprung, oder ist ja die Basis von dem Ding schwarz und die Farbe ist einfach abgenutzt? Also, dass die ursprünglich als komplett schwarze Eistüte gegossen wurde und dann angemalt. Da ist alles schlimm dran. Auch die Tatsache, dass diese Waffel so nach unten weitergeht und zwischen seinen Beinen hängt. Ja. Und vor allem in diesen Fleischfarben alles. Weil was isst er denn?
Also erst eine Eistüte. Ja. Und er isst eine Eistüte, ja, auf der genau dasselbe drauf ist wie bei ihm. Das ist, ich meine, ich stelle mich ja auch nicht hin und esse ein Kind und glaube, dass dann jemand in den Laden kommt. Aber wenn es ein Laden für Kinder wäre, die man essen kann? Das möglicherweise. Da, ja. Irgendwann musst du es ja bewerben. Ja. Aber das ist marketingmäßig, glaube ich, richtig schwierig, so Kannibalenladen. Ja, da sind wir noch 2, 3 Legalisierungsschritte von entfernt. Ja. Nun, das auf jeden Fall war unser schöner Blick nach Schottland. Und deswegen können wir froh sein, dass es in Deutschland alles einfach, wenn, dann eigentlich ist es nur ein bisschen traurig, so freizeitparkmäßig. Ja. Aber zumindest, es wird nicht überverkauft. Es wird nicht groß angekündigt als die Mega-Experience und dann steht man eben da in so einer traurigen Lagerhalle. Es gibt nicht irgendwo die Michael-Ende-Welt mit die unendliche Geschichte, aber es ist irgendwie nur so ein TikTok, das sich die ganze Zeit loopt oder boah, so. Ja, warst du mal in der Bavaria Filmstadt auf Fuchur? Ja, ja, ja. Fuchur, der mittlerweile auf dem Kopf so eine kahle Stelle hat, weil die ganzen Leute eben da auf dem Kopf rumtouren. Fuchur, also da kann man sich so draufsetzen. Also zuallererst mal ist es nur Fuchurs Kopf und ein bisschen von seinem Rumpf. Der Rest ist abgeschnitten. Also Fuchur wurde da mal ordentlich durchgesäbelt. Dann hat Fuchur vorne keine Haare mehr. Und weiter hinten, wo die Kinder immer reinfassen, ist es einfach nur mega dreckig. Weil halt jeder mit seinen Bratzen, mit denen er vorher irgendwelches überteuertes Eis sich in die Fresse geschoben hat, da hineinfasst. Und wer hat nicht als Kind schon mal Rotz, irgendwo abgerieben und so Kaugummis rein? Heute noch. Ich glaube, Fuchur hat so viel Kaugummis in seinem Haar, da ist Lisa Simpson mit dieser Problematik, hat es einfach leicht gehabt. Und dieser arme Fuchur ist da. Es ist ein bisschen traurig. Ja, Mensch. Charlie und die Frankfurter Schokoladenfabrik, meint Multiröster. Cool, Charlie und die Crackfabrik, ja. Ja, das ist Willy Wonka the later years. Aber wir haben nur erfahren, aus rechtlichen Gründen ist es natürlich nicht Willy Wonka, müssen wir noch mal darauf hinweisen. Das ist aus rechtlichen Gründen nicht Willy Wonka, sondern es sind nur Willys. Ach, die Firma selber übrigens, die heißt House of Illuminati und in gewisser Weise haben sie eine ziemlich gute Illuminati-Show-Täuschung gemacht. Wir können einmal noch gucken, was die sonst so treiben. Ihre Website sieht auch aus, als ob ein AI-Roboter Amok gelaufen ist. Und die verdammten Eliten wieder. Da kannst du sehen, was sie so machen. Sie machen Mystique Galas, Avantgarde Art, Interactive, Techno... Secret Soirees. Und Enchanted Retreats. Also ich glaube, sie schmeißen dann einfach einen auf eine Insel und fahren weg. Das klingt alles so wie, keine Ahnung, Ice White Chart für Dummies. Ja, also hier sieht man übrigens mal ein Bild, mit dem sie es beworben haben. Da hätte es man schon ahnen können, wenn das sozusagen das einzige Bild für deine Willy Chocolate Experience ist. Aufgenommen auf einem Nokia 6210 offensichtlich. Ja, das ist das gleiche Handy, mit dem sie den Backdrop gemacht haben, den sie dann an die Wand gehängt haben und ausgedruckt. Ja. In der Totalen sieht er gut aus. So, das war das. Dann sagen wir noch Dankeschön an die Patreons, oder? Natürlich, da wollen wir die Patreons Dankeschön-Musik spielen und die Safari-Katze. Ach halt, vielleicht sollten wir vorher noch sagen, falls ihr jetzt nicht 5 Minuten zuhören wollt, wie wir die Patreons vorlesen, wir sehen uns wieder am nächsten Donnerstag, weil Dienstag fahren Markus und ich zur Willy Experience und versuchen, was wir da mitnehmen können, um dann so eine Daniela Klette Experience in Berlin aufzubauen. Genau, und Mittwoch können wir den Stream nicht nachholen, weil da sind wir im Entzug. Cool. So, jetzt sagen wir Dankeschön an die Patreons, die freundlicherweise hier den einen oder anderen echten Euro herüberwachsen haben lassen. Vielen Dank an Mr. Freubart. Und an Jul1J0. Wo hast du die denn her? Die war noch oben. Ach, die ist so eingerückt. Ich kann das nicht so gut, es tut mir leid. Word-Dokumente sind mein Erzfeind. Ja, nur gut. Weiterhin danke an Patata Johnson. Und an Patreon-User. Das ist pfiffig natürlich, ja, da hat sich jemand User genannt, nicht schlecht. Dann Dankeschön an Entkalka. Oder Entschalka. Ach so. Entschalka. Jemand, der entweder Schalke entfernt oder jemand, der Kalk aus Spülmaschinen und Kaffeemaschinen entfernt. Auf jeden Fall beides solide Aufgaben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an Mike Litoris. Oh Gott, ist das so ein Witz mit... Nein. Nein, oder? Der wird so heißen. Der wird schon so heißen, dass es nicht irgendwas Anzügliches da hier, das hier, da. Das finde ich nicht. Kleiner Scherzkrieg, ist ja jemand, der reinscheißt. So, vielen Dank auch an Ellie Parker. Und Tim Vogler. Vielen Dank auch an Wendler of Enjoyer. Ich glaube, OF ist aus anderen Gründen groß geschrieben, oder? Ist ein OnlyFans-Enjoyer.
Oh! Oh. Hast du Informationen, was da abgeht? Wir sind leider abgeschnitten. Ja. Naja. Und ich bin ja schon entsetzt, wir sind gerade mal bei vier Dingern durch und schon, es ist eine pornöse, ja. eine penelahafte Hihi, hat Pimmel gesagt, Stimmung in diesen Dingern drin. Ich bin entsetzt. Ich liebe es. Ich Nun liebe denn. Es mehr schneller. Dann kannst du mal weitermachen. Tobias Hinterberger. Ja, hinter. vielen Dank an Mr. P. Oh. Und Erik K. Danke auch an der echte Daniel. Und Horst Juan. Vielen Dank auch an den Weltraumpapst. Cool. Vielen Dank, Alina D. Dankeschön, Werner Herzog. Christoph L. Vielen Dank an Nackenheim und Wildbert. Was ein toller Name ist. Irgendein Club in Berlin? Nackenheim und Wildbert? Ja, für alles, ja. Ja. Sternerestaurant, Club in Berlin. Ja, oder so alte aus Frankfurt Sachen, die irgendwelche so Gedöns herstellen. Weißt du, was man Manufaktum bekommt? Ja, mein manueller Messingsahnerührer ist von Nackenheim und Wildbert. Ja, designed by Björn Klitzing. Vielen Dank. Ja, gekauft von Eugen Bubolz. Vielen Dank. Und Serge Hartenstein. Ein bisschen Musik wieder. Vielen Dank auch an ma-cabre56. Und an René Schimmelpfennig. Danke auch an den Sonatengraf. Läuft eigentlich noch Musik? Ah. Ja, da ist. wo waren wir? Beim Sonatengraf. Ja, ja. Vielen Dank, Markus Klemm. Dann vielen Dank auch an KWin86. 89, Entschuldigung, wir wollen dich nicht älter machen, als du bist. Saw, vielen Dank. Bitte nicht mit uns spielen. Mhm, er kam, sah, Saw und siegte. Released 17 Sequels. Er kam, sah und released. Vielen Dank auch an Michel. Vielen Dank, Pommes Stein. Viel besser als Pommes mit Weiß. Vielen Dank an du alter Copyright-Verletzung gerade Vermeider, Philipp Waluler. Vielen Dank, Douglas Adams 42. Vielen Dank an Dagi B, nein, Dagi Bex. Und an Marco Vujovic. Vielen Dank auch an die, oh Gott, nicht, warum ist das schon wieder bei mir? Plüschmorse ABC. Der hat sogar drunter kommentiert, was das bedeutet. Ich glaube, Plüschmorse ist im Plattdeutschen das Wort für Hummel. Eine Plüschmorse? Ja, da guck mal, da kommt eine Plüschmorse gesungen. Ach, kommt daher das Hummel, Hummel, Mors, Mors? Vielleicht. Ich weiß nicht, was das zu tun haben sollte. Das sagen doch die Hamburger, wenn sie sich sehen irgendwo. Oder die Norddeutschen. Aber warum sagen die dann nicht Plüschmorse, Plüschmorse, Mors, Mors? Ja, weil das ist pervers, Plüschmöse. Ah, ja. Sehe ich. Deswegen hat man sich auf Hummel, Hummel, Mors, Mors, was natürlich total zurechnungsfähig klingt, geeinigt. Natürlich, viel, viel besser. Genau wie Feliz Silvestris. Oh, Feliz Silvestris. Feliz Navidad, egal. Dann herzlichen Dank an Yen Lo. Und an Adrian. Dankeschön auch an Strenta. Und Mac Drake. Ist die Musik noch da? Kannst du? Ah. Nun dudelt sie weiter. Wo waren wir bei McDrake? Dann genau. Vielen Dank an den Schmetterling-Po. Flo! Und an Matthias MJ Meyer. Danke, Hannes! Und Benjamin Butler. Vielen Dank an nur Benjamin, ohne Butler. Vielen Dank, Leo Beat. Leo Beat, ist das nicht noch ein Ort in Österreich? Nee, das ist Leo Gang, Entschuldigung. Leo Gang und Leo Beat. Vielen Dank an Matthias. Stefan, vielen Dank. Danke an Juliana. Julia A. Julia A. Danke, Lennart John. Vielen Dank an Tigris 4554. Ist das ein Fluss? Ja. Der Tigris? Ja, ja. Euphrat und Tigris. Euphrat und Tigris, ja. Man kennt es aus dem Irakkrieg. Aus dem Irak, ja. Das ist das Land, wo Milch und Honig fließen. Euphrat und Tigris. Und da soll mal noch jemand sagen, jetzt wo wir aus ÖR raus sind, wäre der Bildungsauftrag passé. Ja, Plüschmöse. Vielen Dank, Michael Helvis. Vielen Dank, Manuel. Und Della Goy. Vielen Dank auch an Katharina. Und Sven. Vielen Dank an Elmani. Und Marcel Frisch. Dankeschön auch an Johannes. Anton. Und schon wieder. Vielen Dank an And oder AND. Also vielleicht wollte noch jemand Andi schreiben und ist dann gestorben. Aber er hat doch gespendet. Deswegen danke, danke, danke. Die Überweisung ist durchgekommen. Passt. Grüße an die Familie. Oliver Hornberger, vielen Dank.
Vielen Dank auch an, wusste, du hast es alles gelöscht. Oh, ich habe das gerade alles gelöscht. Cool Tja. Von mir. Da ist es wieder. Michael Turner wäre der Nächste. Wer ist als Nächstes? Michael Turner, hier. Ich habe mir nicht aktualisiert, bei mir ist Gerät kaputt. Ah ja, vielen Dank an Michael Turner. Und Google Faksch. Vielen Dank auch an Nadine Isabel. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank an Eric Ian Schwartz. Eric Ian Schwartz vielleicht. Eric Ian Engländer? Schwartz. Weiß nicht. Hey Joel, easy. Danke, Florian B. Dura. Immer wieder lustig, leider. Ich muss lachen, wenn ich es lese. Danke an den Business-Pinguin. Ich sehe doch die bösen Pinguine aus Madagaskar, aber als Venture Capital-Geber. Ja, Investmentbanker. Ja, oder so. Investmentbanker, die einfach so Altenheime ausbluten lassen, weil sie das Grundstück brauchen. Danke. Danke, Marco Bayer. Vielen Dank auch an Paolo Pinkel, also Michel Friedmann. Friedmann. Oh. Jonas Fubel. Vielen Dank an Philipp mit einem P. Und James Onion. Ah, Dr. James Onion. Ich werde nicht müde, das zu betonen, dass wir auch Promovierte hier haben. Ne? Hier nicht nur so Knallbums hier, tralala, paar Witze da über Fußballvereine und so. Nee, hier wird promoviert. So, vielen Dank an Ben Kann. Was? Luca. Ben Kann Luca. Vielen Dank. Cool. Kann mich mal. Haha. Vielen Dank an Sven Reisland. Vielen Dank an Unterstrich. Ernsthaft, das geht? Da hat jemand Unterstrich reingeschrieben? Ich habe gedacht, du hast einfach nicht da vertippt oder so, oder bist du bewusstlos geworden? Auch möglich, aber ich möchte mich nach Jahren endlich mal beim Unterstrich auch bedanken. Ja, du schönster aller Elemente. Der Unterstrich wird ja genauso wie das Semikolon einfach nur ignoriert. Das sind die traurigsten Satzzeichen, die ich eigentlich kenne. Egal. Danke an Renato. Ulrich Kempken. Vielen Dank auch Lomea De. Kryptine. Vielen Dank an Mistress of Madness. Und Black Eye. Dankeschön an Annie? Anni? Vielen Dank, Ida Lotta. Herzlichen Dank auch an dieses scheiß Mauspad, dass ich jetzt schon wieder an die falsche Stelle bin. Wie viel hat das überwiesen? Das Mauspad hat nichts gezahlt. Das Mauspad hat mich nur gestresst. So, vielen Dank an Frederik Maldegem. Vielen Dank an Maxine. Vielen Dank an Jean-Jacques R. R. Ist er aus Simpsons, diese Figur? Jean-Jacques? Na, egal. Jean-Jacques? Ich weiß nicht. Woher kenne ich das? Das ist der Jean-Jacques Rousseau, oder? Ach, du meinst, das ist so ein schlauer Mensch. Ja. Ist eigentlich auch noch jemand da und schaut sich das an? Hallo. Aber ja, vielleicht kommt ihr auch noch. Wojtek M. ist zum Beispiel noch da. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Nono Dodo. Cooler Name, kann ich vorlesen. Danke. Und McMuffin. Vielen Dank an Nico Görres. Und Simon D. Vielen Dank auch an Brachiatus. Martin. Weiterhin ein sehr edler Spender ist Marius Duseberg. Hat er nicht ein Auto erfunden? Ist das so ein 9-Live-Rätsel? Ein Auto und Duseberg ist irgendwas, was man Automarkt mit D oder Automarke so. Mit D und Duseberg. Duseberg. Egal. Naja, Mio Shiro. Kein Auto, aber auch nett. Vielen Dank auch an Michael Josten. Michael Josten. Michael Josten. Josten. Christian haben wir noch. Der Christian. Der Christian, Grüße, wir kennen ihn nicht. Dankeschön auch an Dominik Schönleben. Und Led Metallica. Vielen Dank auch an das Opossum of Death. Und Sumisu. Danke auch Julian Buchner. Knapp vorbei. ZMT. Vielen Dank Flo R. Und Mut. Dankeschön auch Fabian Flückiger. Und Martin Benz. Und zu guter Letzt vielen Dank Markus Wüst. Und generell danke an alle, die sich das heute angeschaut haben. Ja, vielen Dank. Dieses ganze Spektakel hat jetzt, ich glaube, es hat jetzt 6 Minuten gebraucht, die Dinger vorzulesen. Wir müssen machen wir 10 draus. Machen wir 10 nächstes Mal. Kriegen wir das hin? Die Wette steht. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dann. Danke. Tschüss. Bis Donnerstag.